Und endlich sind wir dann auch im Hotelzimmer angekommen, wo Doc schon seine Apparaturen aufgebaut hat und Boso offensichtlich schon geduscht hat und man das erste Mal übrigens im gesamten Spiel seine tatsächliche Haarpracht bewundern kann. Und natürlich hat hier auch Gold wieder eine zentrale Rolle, die für die Operation vorbereitet wird. Was? Eine Hauptrolle quasi. Ja, ganz zentral im Raum haben wir dich wieder platziert, wie du halt hier... Wieder bewusstlos. Ja, ach, bewusstlos. Also, es war dramaturgisch. Mit dieser Szene habe ich mir besondere Mühe gegeben. Und es ist auch gut geworden. Da kann doch jetzt niemand meckern. Schöne Szene. Ja, aber Rufus wäre ja nicht Rufus, wenn er nicht auch hier einen Weg finden würde, Gold wieder zu Bewusstsein zurückzurufen. Und er hat ja auch mittlerweile viel Übung darin, doch bei schwierigen Operationen zu helfen. Also sollten wir uns da überhaupt keine Sorgen machen. Und mit einer Drahtbürste vielleicht. Was auch immer zur Hand kommt. Ja, was ich mir dachte, ne? Diese zynischen Kommentare. Mammutfell? Wirklich? Und Fluppidiwupp? Schon gut. Mammutfell wirklich und Fluppidiwupp schon gut. Das ist doch Cletus. Der hat mir gerade noch gefehlt. Dieser Anzug darf auf keinen Fall heißer als 30 Grad gewaschen werden. Haben Sie das verstanden? Klipp und Klopsi! Mein Assistent wird ihn morgen früh wieder abholen. Füllen Sie derweil die Anmeldung aus, Oppenbott. Und passen Sie gut auf die Tasche mit dem Geld auf. In dieser jämmerlichen Absteige arbeitet nur Gesinde. Hier arbeitet jemand? Verzeihen Sie, Herr Inspektor, aber ist das dort nicht die Tasche mit meinem Plasma-Austausch-Fluppeni-Wupp-Mammut-Fell-Release? Seien Sie nicht albern, Oppenbott. Die Taschen sind identisch. Ihre ist bereits auf unserem Zimmer. Und dorthin werde ich mich nun auch zurückziehen. Ich hoffe, es ist nicht so marode, wie der Service hier es nahelegt. Das hätte ins Auge gehen können. Diesem Schnösel wäre ich nur ungern über den Weg gelaufen. Jetzt heißt es auf der Hut sein. Er sucht doch garantiert nach Goal. Dafür weiß ich jetzt, wo ich dieses Plasma-Austausch-Fluppidiwupp-Mammutfell-Relais herbekomme. Ja, wie Zufall, ne? Ich glaube, das ist einfach nur an der verstörten Wahrnehmung liegt, dass er jetzt denkt, dass da so ein Teil drin ist. Mal gucken, was Boso alles mit sich rumträgt. Unterwäsche. Ein Drei-Mann-Zelt. Ach nein, es ist noch mehr Unterwäsche. Aber hey, was ist das? Ein Schampon. Halte ich hier etwa das Geheimnis seiner glänzenden Lockenpracht in Händen? Ist dir schon mal aufgefallen, dass er manche Sachen anders spricht, als es steht? Ja. Oh, ich glaub, das da macht hängt ein handgeschriebenes Etikett aus. An der Flasche. Mein liebes Berli. Berli. Ich habe dir etwas von meinem selbstgemachten Spezialschampon eingepackt. Es enthält die geheime Zutat, die dein Haar so schön voll macht. Also pass gut darauf auf. Immerhin musste dein kleiner Bruder dafür auf sein Frühstück verzichten. Jetzt ist nur noch Bosos Unterwäsche drin. Und die passt mir nicht. Aber die Farbe steht mir. Tausch mal die Taschen. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Porzellan. Kristallgläser. Scherben, Scherben, noch mehr Scherben. Was will er mit all diesen Scherben? Er hat die bewusst. Aha. Geld. Was? Kein Plasma aus der Schlüppe, die Open Mount für René? Oh. Für eine Maschine wirkt er ziemlich überfordert. Dabei habe ich noch nicht mal richtig losgelegt. Ich bleibe lieber in Deckung. Mir gefällt seine Arbeit. Ich bleibe lieb. Okay, ich darf also nicht hingehen.
Hallo? Ist da draußen jemand? Der Wind! Die Küche brennt! Das passt ins Bild. Nicht einmal der Wind weiß hier, was sich gehört. Hallo? Rezeption? Immer zu Diensten. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Zimmer 1. Oh, der Herr Inspektor schon wieder. Wenn es um die Bettwäsche geht, es sind keine Flecken, nur ein Muster. Dabei fällt mir ein, schlafen Sie eigentlich häufig mit offenem Mund? Wenn ja, dann... Ja, schon gut. Es geht nicht um die Bettwäsche. Ah, umso besser. Wie kann ich Ihnen helfen? Ist unsere Wäsche schon fertig? Woher soll ich denn das wissen? Naja, ich dachte, das gehört irgendwie zum Service. Ach, der Service? Ja, von dem habe ich auch schon viel gehört. Aber noch nichts, das mich überzeugt hat, dass er tatsächlich existiert. Ich empfehle Ihnen, Ihre Wäsche selbst aus der Wäscherei zu holen. Anstatt auf irgendein mystisches New Age-Hirngespinst zu vertrauen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Ich würde gerne etwas sündhaft Teures auf mein Zimmer bestellen. Keinerlei Dienstleistung in diesem Hotel. Aber wenn Sie wollen, kann ich Ihre Rechnung einfach so mit einem horrenden Zusatzbetrag belasten. Der Posten taucht dann als Rechnungsfehler auf. Oh, das wäre zu freundlich. Ach, keine Ursache. Ich hatte das sowieso schon vorbereitet. Standardprozedur, wenn Sie verstehen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Ich würde dann gerne dinieren. Sie sind mutig. Das gefällt mir. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Sie haben Ihren Menüplan doch aufbewahrt, oder? Den Menüplan? Ja, Sie haben ihn hier an der Rezeption bekommen. Sie sind doch Inspektor Cletus, oder? Natürlich bin ich Cletus. Wer denn sonst? Schleimige Haare, schleimiger Charakter, ist gerade der Appetit vergangen, würde gerne über was anderes reden. Cletus, wie er leibt und lebt. Ich hätte gerne mal meinen Assistenten gesprochen. Natürlich. Ich schicke ihn gleich zu Ihnen aufs Zimmer, wenn's recht ist. Warum tun Sie's nicht? Und sagen Sie ihm, er soll dabei das Lied vom Dummdeppen singen. Ich richte es aus. Dankeschön. So, jetzt sollte die Rezeption wieder frei sein. Ich muss nur aufpassen, dass mir dieser Oppenbot nicht begegnet. Dummdeppen. Hier kommt der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp. Wer sind Sie denn? Ich. Oh. Oh. 30% Rabatt auf Büroklammern. Was? Wo? Mist. Perfekt. Die Luft ist rein. Also mal abgesehen von Staub, Schimmelpilzsporen und der generellen Kohlenmonoxidbelastung. Aber er ist wieder hier. Hallo, Rezeption? Immer zu Diensten. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Zimmer 1. Oh, der Herr Inspektor schon wieder. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich hätte gerne mal meinen Assistenten gesprochen. Natürlich. Ich schicke ihn gleich zu Ihnen aufs Zimmer, wenn's recht ist. Warum tun und sagen Sie... Ich richte... Dankeschön. Ja. So, ich muss noch... Dieser Dummes. Ich bin der Größte. Okay, hier, hier kommt der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp. Der depperte, 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 Dummdepp. Ja, was ist? Sie haben mich auf Ihr Zimmer beordert? Nein, das habe ich nicht. Aber doch. Sie haben gerade an der Rezeption angerufen. Ich werde doch wohl wissen, wen ich gerade angerufen habe und wen nicht. Ich glaube langsam, Sie leiden unter akuter Prozessorerweichung. Aber ich habe doch selbst Ihre Stimme gehört. Wenn Sie nicht sicher sind, wie meine Stimme klingt, dann hören Sie jetzt mal genau zu. Stören Sie mich nie wieder ohne triftigen Grund. Verstanden? Ja schon, aber... Aber was? Ah, der Gast aus Nummer 5. Keine Sorge, die Kopfschmerzen gehen nach ein paar Tagen wieder weg. Was? Nein, ich bin wegen des Menüplans hier. Das ist lustig. Die meisten Gäste sind wegen des Menüplans nämlich weg, verstehen Sie? Und unser alter Koch ist wegen des Menüplans sogar im Gefängnis.
Bekomme ich den Menüplan jetzt oder nicht? Stante Patsy, Sie müssen vorher nur diese Erklärung unterschreiben. Hä? Das ist doch nur eine Rotzfahne. Ja, es gibt einfach zu viele Möglichkeiten, durch unser Essen zu Schaden zu kommen. So ein Formular zu entwerfen wäre enorm viel Arbeit. Und unser Anwalt leidet an Depressionen. Darum kopieren wir die Unterschrift des Gastes einfach nachträglich auf eine passende Erklärung. Sehr ökonomisch gedacht. Und unterschreiben Sie bitte mit einem W vorne. Wie jetzt? Wufus? Ja, die Schublade für erklemmt nämlich. Ach so, klar. Danke. So dumm. Hier kommt der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp. Tja, Kinderchen, jetzt muss ich aber. Na endlich! Der depperte, 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 depperte Dummdepp. So. Du hier, ich hab Toilettenpapier für dich. Diese Agonie, diese Pein. Ja, damit geht's bestimmt. Oh, das ist aber weich. Ah, ich danke dir. Endlich kann ich meine Reise fortsetzen. Hier, nimm das. Was ist das? Dein Wechselgeld. Ich habe nicht alles aufgebraucht. Und nun, auf zu neuen Gestaden. Mach es gut, Endzeitmensch. Hey, halt, stopp! Verdammte Kiste, er ist weg! Wenn ich mir nicht ständig solche Dinge einbilden würde, wäre ich jetzt wirklich beunruhigt. Was soll ich machen? In die Kloschüssel gucken? Der hat ja noch nicht mal abgespült. Was soll ich machen? Ein Griff ins Klo? Ich? Der hat ja noch nicht mal abgespült. Mein Gott, wovon hat er eigentlich geredet? Da ist doch noch Toilettenpapier, vierlagig, mit Luftpolster. Oh, das ist tatsächlich ein bisschen rau. Das stellt sogar noch die Apothekenumschau des blinden Drugstore-Besitzers in den Schatten. Und die war immerhin in Blindenschrift. Schrott, steh mir bei. Die Spülung funktioniert nicht richtig. Da muss irgendwo ein Leck in der Leitung sein. Was soll ich machen? Ein Griff ins Klo? Ich? Der hat ja noch nicht mal abgespült. Ja, so war der Versuch, ein Griff ins Klo. Wahrscheinlich, ja. Nur ich hab Wechselgeld. Ich dachte immer, das 5-Slotti-Stück wurde schon aus dem Verkehr gezogen, weil es in keinen Automaten passte und Narben hinterließ, wenn Kleinkinder es sich in die Nase steckten. Dumme Kleinkinder. Münze ist zu groß. Was nützt das schönste Kleingeld, wenn es zu groß ist? Das ist tatsächlich ein bisschen rau. Vielleicht. Es hat geklappt. Das nenne ich mal wirklich inflationären Gebrauch von Fäkalhumor. Also, das ist Schleifpapier. Die Münze ist jetzt viel kleiner. Das nenne ich mal wirklich Inflation. Na endlich. Dieses ganze Geldwechseln hat mich ganz schön hungrig gemacht. Ich glaube, ich werde trotzdem Boso den Vortritt lassen. Laut Verfallsdatum kann man diese Pastete noch gut essen. So, Husten. Und hier ein ganz besonderer Gaumenkitzler. Haha, fresst meinen Staub, ihr risikoaversen Durchschnittsköche. Pasta auf die Pasteta. Erzeugt zwar ein leichtes Fieber, ist dafür aber auch gut für die Zähne. Mhm. So, was brauchte man noch? Das ist zwar lang. Upsi, da hat wohl jemand vergessen, den Salzstreuer zuzuschrauben. Wie sonst kämen diese ganzen Maden da rein? Wie geht's? Man kann nie genug Pfeffer haben. Hey! Keine Panik.
ist alles auf der Pastete gelandet. Okay, Pfeffer. Macht das hier eine blaue Zunge? Das würde ich noch nicht als Schuppenproblem bezeichnen. Okay. Ich glaube, ich brauche noch was für eine blaue Zunge, irgendwas. So. Und wie wir ja wissen, soll die Heizung aus. Also, ja, dann mach mal hin. Machen wir mal das und das. Geschafft, Rufus. 1, Entropie 0. Rufus, 1. Ja, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber ich mag ja Minigames. Und auch dieses hier habe ich mir wieder mit Münzen auf Papier zuerst ausgedacht und bin wieder ganz eingenommen davon, wie ausnehmend gut das funktioniert hat. Es ist ein ganz einfaches, kleines Logikproblem, wo man aber schon ein bisschen drüber nachdenken kann. Leider benötigt es sehr viele Knöpfe. Und diese Knöpfe wurden im Verlauf des Skriptens immer wieder hin und her geschoben. Hin und her und hin und her, weil immer entweder Rufus den Knopf verdeckt hat oder aber sie nicht zur korrespondierenden Reihe oder Spalte gepasst haben. Das war ärgerlich. Da gucken wir uns doch lieber auf der rechten Seite die Ingredienzien der leckeren Pastete an, die da auf einem Plakat abgebildet sind. Miam, miam, miam. Da kriegt man doch gleich nochmal so viel Hunger. Die habe ich auch schon angesprochen. So. Ja, das hast du. Boso ist ziemlich kalt, wie sowas hier entsteht. Überhaupt nicht, mal, ey, der schwitzt doch. Hallo, Rezeption? Immer zu Diensten. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Zimmer 5. Echt jetzt? Sie arme Wurst. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde gerne etwas essen. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Was soll die blöde Frage? Da steht doch sowieso nur Lapskaus drauf. Sie haben scheinbar das Kleingedruckte nicht gelesen. Sie können wählen zwischen Lapskaus aus Fischabfällen und vegetarischem Lapskaus. Aus Abfällen, die zwar nach Fisch riechen, in denen aber tatsächlich gar kein Fisch drin ist. Oh, die Qual der Wahl. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel Hunger. Gute Wahl. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Verwählt. Kein Problem. Kann ich sonst noch was gegen Sie tun? Hallo, Rezeption? Immer zu Diensten. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Zimmer 1. Oh, der Herr Inspektor schon wieder. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde dann gerne dinieren. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Ich wähle den Lapskaus aus Fischabfällen. Na gut. Ist ja Ihr Leben. Das Essen wird um Punkt 12 Uhr serviert. Seien Sie bitte pünktlich. Im Restaurant wimmelt es von Kakerlaken. Und der Lapskaus liebt es, die Viecher quer durch den Raum zu jagen. Ja, schon gut. Geben Sie mir bitte rechtzeitig Bescheid. Na gut. Wer bin ich denn einem so mutigen Mann, seinen letzten Wunsch zu verwehren? Denken Sie dran. Zimmer 1. Kletis. 12 Uhr. Kletis. Lapskaus, Schaufel, Müllsack. Ist notiert. Ich rufe Sie dann an. 12 Uhr. Alles klar. Haben Sie vielen Dank. Aha. Hey, Boso. Hey, Boso. Kletis steigt hier rum. Er hat das Zimmer nebenan bezogen. Wahrscheinlich sucht er Goal. Oh je. Hat er dich schon gesehen? Mich gesehen? Ach, ihr sprecht hier mit dem Meister der Tarnung. Der menschlichen Tarnkappe. Leise treti, leise treto. Dem heftigen leise tritt in die Kronjuwelen des Unrechts. Hey, ist da drüben bald mal Ruhe? Na, ihr wisst schon.
Du, Rufus, vielleicht ist es doch besser, wenn du vorerst auf dem Zimmer bleibst. Unsinn! Ihr wollt ein Plasmadidasmadidings und ich werde euch ein Plasmadidasmadidings besorgen. Aber... Psst, ihr wollt doch nicht, dass Cletus euch hört, oder? Komm schon. Zieh dir bitte was an. Erlöse mich von diesem Anblick. Ich hab dir doch schon einmal gesagt. Meine Klamotten sind in der Wäsche. Und überhaupt, warum sollte ich? Ich sag dir, du holst dir die Schüttelpocken. Unsinn. Dann wäre meine Zunge doch ganz blau. Außerdem hätte ich Husten, Schnupfen und Fieber. Blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber. Alles klar. Jo. Mach doch, was du willst. Sorry, ich muss hier weg. Du, Doc? Ich muss los. Ihr habt mich schon viel zu... Je weiter...